allen Dingen gerne weiterkommen, wo wir eigentlich schon wirklich gut weitergekommen sind. Passau entwickelt sich zu einer kleinen, feinen Gründerstadt. Und ich würde gerade auch den ganzen Bereich Kreativwirtschaft und Startups viel stärker nochmal in den Fokus regionaler Wirtschaftsförderung packen. Und wir kriegen ja jetzt das Digitale Gründerzentrum, eine Initiative des Freistaat Bayern, ja, also eine gute Initiative. Aber ich würde gerade die Synergieeffekte, die wir haben zwischen Uni, Startup-Unternehmen, aber auch Medienunternehmen wie zum Beispiel dem PNP-Konzern, das würde ich viel stärker gerne nochmal nutzen, um hier wirklich eine einzigartige Stellung zu erzeugen. Also ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf auch die Kooperation mit Deggendorf. Wir müssten halt hin wirklich zu so einer Art Donau-Valley kommen. Ja, wir haben sehr viel Know-how in der Region, sehr viel Motivation und Kompetenz. Und man muss das manchmal noch ein bisschen stärker, glaube ich, auch auf den Punkt bringen. Und also ich glaube eh, dass die Donau sozusagen unsere Entwicklungsachse sein wird für die Zukunft. Wir hatten ja mal alle die fixe Idee nach dem Mauerfall, dass wir eine Dreiländerregion werden und wir jetzt dann über die Grenzen auch insbesondere mit der Tschechischen Republik zusammenwachsen werden. Wir nehmen jetzt einfach mal zur Kenntnis, dass die Tschechen sich auch für uns immer weniger interessieren. Ja, das ist einfach so. Das hat was mit der geografischen Barriere zu tun, mit dem Böhmerwald, mit dem Bayerischen Wald. Aber wenn wir ehrlich sind, müssten wir eigentlich viel stärker in einer Donauraumregion denken. Die Donau war immer schon die Entwicklungsachse. Darf man nicht vergessen, dass der Stephansdom in Wien nicht zufällig so heißt. Und wenn du die Donau runtergehst bis zum Schwarzen Meer, dann triffst du viele Länder erstmal, wo Deutsch auch sowas ist wie eine Lingua Franca. Alle Infrastruktur, Schiene, Straße geht entlang der Donau. Und die EU hat den Donauraum ja zu einer neuen Makroregion gemacht. Und ich würde mir schon wünschen, dass Passau hier sich sehr prominent als die erste bayerische deutsche Stadt an der Donau, wenn man von Osten kommt, präsentiert. Und dass wir dieses Potenzial, was da steckt, mit Österreich, mit Ungarn, Slowakei, mit den ehemaligen jugoslawischen Staaten, Rumänien, Bulgarien, dass wir das wirklich konzentriert in den Fokus nehmen. Da steckt sehr viel Potenzial.